Goethe-Zertifikat B1. Prüfung Sprechen. Thema: Große Liebe im Internet. Was denken Sie über Fanbeziehung? Liebe durch das Internet? Das Thema meiner Präsentation ist große Liebe im Internet. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Viele Singles suchen ihre große Liebe über das Internet. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe zwar keine persönlichen Erfahrungen zu diesem Thema, aber ein Freund von mir hat eine Erfahrung. Er hat mit einem Mädchen kennengelernt. Sie haben 10 Monate einander geschrieben und dann sie haben sich getroffen. Und danach sie haben geheiratet. Ohne Internet hätten sie sich niemals kennengelernt, denn sie wohnen damals 140 Kilometer auseinander. Jetzt würde ich gerne über die Situation in Armenien sprechen. Bei uns große Liebe im Internet ist so beliebt. Meistens Armenier finden im Internet ihren Partner. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Vorteil: Die Partnersuche im Internet ist besonders gut gegen etwas schüchterne Menschen, die wenige Erfahrungen im Filtern haben. Man kann locker mit Leuten kommunizieren und sich nett unterhalten. Man kann den Menschen kennenlernen und kann vielleicht sogar freier über alles reden, denn man ist sich noch nicht persönlich begegnet. Nachteil: Im Internet soll man ein bisschen aufpassen. Es gibt auch viele Leute, die etwas Falsches da schreiben. Zum Beispiel, ein Freund von mir hat ein Mädchen kennengelernt und das Mädchen erzählte, sie studiert und sie ist 21. Aber später, sie haben sich getroffen und sie war nur 15. Das war nur meinem Freund eine große Liebe, aber das Mädchen war nur ein Schwindler. Mein Freund war total enttäuscht. Das Mädchen war überhaupt nicht so wie im Chat. Meiner Meinung nach gibt es Leute, die keine Freundin haben. Sie können auch eine Freundin über das Internet finden. Aber es gibt auch viele Schwindler und man muss aufpassen. Und besonders, es ist ja für die Kinder gefährlich. Deswegen müssen die Eltern aufpassen. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.